alle zusammen. Heute am Sonntag, zuerst mal, es ist Sonntag und ich würde sagen, wir haben die ganze Woche relativ viel trainiert und haben generell eine spezielle Woche gehabt. Darum gehen wir heute ein bisschen gemütlich daher. Fokus liegt heute so ein bisschen auf der Active Rest, Mobility und so ein bisschen euer Körperbewusstsein. Ich würde mich so freuen, wenn der eine oder andere das Ganze filmt, was ich euch jetzt zeige, weil das könnte eventuell noch lustig werden. Also, was brauchen wir dazu? Heute gar nichts, nur euren Körper. Wir machen hier so ein bisschen eine Abfolge von Bewegungen. Ich zeige die Schritt für Schritt vor. Und ja, ihr versucht die nachzumachen. Und da kann jeder selber entscheiden, ob er das 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten möchte oder zuerst mal vielleicht probiert, ob es überhaupt geht. Und es ist noch so eine gute Geschichte. Es kräftigt den Körper ein bisschen, es bewegt euch ein bisschen durch, ist jetzt aber nicht mega anstrengend. Außer ihr seid natürlich stundenlang dran. Aber hey, ich erzähle nicht zu viel, schaut zuerst mal zu. Startposition auf allen Vieren. Dann von hier aus, das Erste, was passiert, wir lüpfen unsere Knie vom Boden weg. Dann bewegen wir unser Gesäß Richtung Fersen und strecken uns zuerst mal auf. Down Dog. Dann wieder zurück. Jede Position kann man mehrere Mal wiederholen. Das ist euch absolut selbst überlassen. Da könnt ihr eure Kreativität lecken und mir freien Lauf lassen. Das ist der erste Schritt. Von hier, hinten, rauf. Nächster Schritt. Von hier, hinten, rauf. Das Bein lüpfen und seitlich abwinkeln. Kurz heben und wieder zurück. Absitzen, führen, hinteren, rauf, andere Seite, rauf, seitlich abwinkeln und runter, zurück und führen. Dann geht es weiter, hinteren, rauf, oben durch, kehren und das Becken in die Luft schieben. Kurz heben, zurück. Oben durch, abstehen, hinten runter, führen. Zurück, rauf, oben durch, langen Bogen machen, strecken und wieder zurück. Hinten, führen. Der nächste Schritt, der dazu kommt, hinten, rauf, oben durch, strecken. Jetzt aufpassen. Wir gehen oben durch zurück. Hand am Boden. Fuß unten durch, nicht am Boden. Beide Hände am Boden. Das Bein strecken und das Becken rauf. Zurück. Unten durch. Ausgangsposition. Hinten, führen. Andere Seite. Hinten. Rauf. Oben durch. Strecken. Zurück, ohne berühren unten durch und wieder strecken und zurück und Ausgangsposition. Das wäre so die Bewegungsabfolge. Jetzt cool ist natürlich, wenn ihr immer wieder startet, jeden Schritt dazu nehmt, wieder an den Start geht, wieder einen Schritt dazu, wieder an den Start geht, wieder einen Schritt dazu. Und so das Ganze langsam aufbauen. Und wenn ihr es komplett habt, probiert ihr mal so 3-4 Wiederholungen am Stück zu machen pro Seite. Und dann wird es doch schon langsam so ein bisschen, man kommt warm über, schnauft ein bisschen. Aber es gibt euch nicht einen riesen Impact. Impact für den nächsten Tag. Das heisst, dass ihr am Montag wieder ready sind zum Vollgas geben. Weil am Montag kommt schon wieder das nächste Workout von uns. Also, bleibt dran, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch.